Hallihallo, Hallöchen, mit recht herzlich willkommen hier zurück zum Let's Play von Omni 2, dem Omnibus Simulator. Wir schauen uns heute mal ein frisch erschienenes Buspaket an, und zwar den Ulysse GX327. Das ist mal wieder ein französisches Buspaket und das enthält verschiedene Varianten, die wir uns heute einmal ganz kurz anschauen werden. Dann suchen wir uns eine aus und machen im Laufe der Folge eine kleine Linienfahrt. Genau, wir haben jetzt hier schon mal vier repräsentative Varianten platziert. Das sind tatsächlich nicht alle, die enthalten sind, aber ich denke mal, da sieht man jetzt die größten Unterschiede hoffentlich ganz gut. Also Gemeinsamkeiten fangen wir erstmal damit an. Das sind alles quasi Solobusse der gleichen Baureihe. Die gibt es, um erstmal die äußerlichen Ähnlichkeiten abzufrühstücken, in zweitürigen, diese dreitürigen Varianten. Dann haben wir hier ganz rechts noch einen ganz besonderen Wagen, und zwar einen Hybrid, was man auch am Dachaufbau schon ganz gut sieht. Ansonsten in verschiedenen Ausführungen, wie wir hier sehen, teilweise mit verglasten Dachluken, normale Dachluken, lustig geformten Dachluken. Also das wären erstmal so die äußeren Varianten. Ansonsten gibt es die in ZF und oder Void Ausführungen, Euro 3, Euro 4 und nach EEV Abgasnorm. Und ansonsten unterscheiden sich die Varianten dann auch nochmal anhand ihres Interieurs, beziehungsweise den Repaints, die man dann auswählt, also anhand der CTI-Variablen, wie man es bei vielen anderen Modellen eben auch schon kennt. So, wir fangen jetzt hier mal mit der, ich sag mal, ältesten Variante an, Euro 3. Was wir hier tatsächlich sehen, wie gesagt, das meiste hängt halt eben eigentlich am Repaint. So, genau, vorne eben der Einstieg, dann die Matrix. Ich würde sagen, dann das Außenmodell an sich schauen wir uns nochmal an, wenn wir uns den jeweils den muss anschauen. Das hier ist quasi ein beispielhafter Innenraum, hier schön flüschig gehalten. Bezogene Sitze, dann hier vorne. Genau, der Boden, das sieht auch tatsächlich sehr flüschig und einladend aus. Oben eben eine gerade Lichtleiste, wie wir da sehen können. Und das ist quasi hinten einmal der Ausgang. Achso, nee, wir haben, warte mal, welche Variante haben wir? Wir haben die in der Mitte. Haha, Euro 4. Gut. Wie gesagt, das hängt ja viel an den Repaints. Ansonsten haben wir ganz hinten, wenn wir da mal hinkommen, kommen wir da auch hin. Nicht ganz. Da sind wir ein bisschen weiter vorne. Ich meinte hinten. Genau, dieses hinten meine ich. So, das haben wir nämlich tatsächlich hier. Das ist einmal diese quere Sitzreihe, die wir hier haben. Dann haben wir da einmal ein Schild für den Ausgang, sodass wir hier quasi sehen können, dass hier die Tür quasi einmal aufgeht. Genau. Das ist eben der Dreitürer in dieser Variante. Und genau. Soweit, so gut. Dann wollen wir mal vorne in Richtung des Fahrerarbeitsplatzes einmal gehen. Genau, das ist einmal so, da sitzt der Fahrer einmal quasi hier drin. Es gibt auch tatsächlich zwei verschiedene Dashboard-Varianten, das werden wir noch sehen. Wir haben jetzt hier einmal, genau, vom Lenkrad her quasi das, kennt ihr so ein bisschen, mir fehlt jetzt gerade der Name, aber ihr wisst ganz bestimmt, auf was ich anspielen möchte, das Standard-Dashboard eben. Vom Lenkrad her, genau, allerdings generell Actia-Dashboard vom Lenkrad her, das unterscheidet sich, wie wir gleich sehen werden. Das ist das Actia-Dash hier mit eingebautem IBIS-Kassengerät einmal extra. Wie gesagt, das sind dann aber Sachen, die sehen wir dann an den einzelnen Varianten. Ich schicke den Kollegen mal ganz kurz weg. Da hätte ich gesagt, wir nehmen uns einmal nochmal die Euro 3-Variante. Da haben wir jetzt hier oben ein bisschen mehr Innenwerbung, beziehungsweise auch noch unsere Stopptaste, unsere Stoppanzeigen. Sonst haben wir hier Sitze, die gar nicht gepolstert sind, die lassen sich also eigentlich ganz gut sauber machen. Ansonsten hinten dann eben so vom Motoraufbau her. Genau. Ja, ansonsten sehr, sehr viel Multifunktionsbereich hier eben. Das sind ja die Außenschwenkschiebetüren, also eher Außenschiebetüren als Außenschwenktüren. So, was haben wir hier noch? Genau vorne sehen wir auch schon, haben wir dann quasi einmal ein anderes Dashboard. Da sehen wir auch schon, der hat schon ein bisschen Elektronik an. Soweit, so gut. Dann wollen wir nochmal eine Variante weitergehen. Das ist die neueste Variante, also die neuere Variante mit EEV, Abgasnorm. Und genau, der Innenraum gestaltet sich jetzt hier mal beispielhaft so. Mal wieder einen Zweitürer, wie ihr sehen könnt, mit den Sitzen. Vorne eben hier
der Seite durchgängig bestuhlt. Auf der linken Seite haben wir dann den Multifunktionsbereich und finde ich tatsächlich auch eine interessante Raumausstattung. Nicht ganz so flüschig gehalten. Genau, und so sieht er dann ein bisschen weiter vorne aus. Soweit, so gut. Er hier dann eben mit dem Dashboard und dem Bus, den wir heute fahren werden. Das ist der letzte im Bunde und zwar, das ist hier die Hybrid-Variante. Da wollen wir mal gerade mal ganz kurz einsteigen. Da können wir auch mal einmal ganz kurz aus uns das Modell anschauen. Grob, der hat dann oben eben noch seinen Dachaufbau. Eine Klimaanlage haben wir trotzdem und nicht nehmen lassen haben sie sich davor, dann doch noch ein eine Dachluke einzubauen, beziehungsweise ein verglastes Dachfenster. Das ist insofern ganz fancy, habe ich schon gesehen. Wollen wir mal ganz kurz schon mal nach da vorne. Als das quasi dann das Licht hier so drumrum gestaltet wurde. Genau, hier, das ist auch eine interessante Ausstattungsvariante. Sieht ein bisschen moderner aus, sehr hell gehalten eben ansonsten. Und genau, dashboardseitig haben wir dann diese Variante. Genau, mit der werden wir auch einmal fahren. Das heißt, wir starten einmal ganz kurz den Bus, hätte ich gesagt. Sehr wunderbärchen. Wunderbar, das sieht schon mal gar nicht schlecht aus, hätte ich gesagt. Der fährt langsam hoch. Hier sehen wir Windows Embedded. Läuft hier auf den System und genau, das Ganze fährt jetzt erstmal hoch. Wir müssen einmal zum Nordbahnhof, wir können schon mal gucken. Also 229, dann einmal hier auf Eingabe. Dann prüft es einmal die ID, der Drucker fährt auch hoch. Ich würde sagen, in der Zeit können wir schon mal langsam vom Betriebshof räumen, wenn das dann funktioniert soweit. Genau. Achso, ist darum nicht echt schneller? Ich glaube, hierum ist schneller, ne? Also wir sitzen tatsächlich recht hoch, wie ihr seht, aber genau, das hier ist im Endeffekt dann, genau, wie man jetzt auch schon an dem Drehzahlmesser sehen kann, eben die Hybrid-Ausführung, die dann entsprechend anzeigt, wie stark wir dann einmal den Antrieb belasten. So, Kollege, lässt du mich mal ganz kurz raus? Kollege, hallo? Wären Sie so lieb und würden mich hier irgendwie... Lässt er mich nicht raus? Kollege, hallo? Erde an. Okay, der Motor geht dann mit der Zeit aus. Ja, da drüben ist aufgegangen oder was? Ja, ach so, gut, dankeschön. So, da haben wir schon gehört. Hat der Motor wieder einmal zugeschaltet und... Oioioi. So, genau, wir zeigen jetzt heute hier mal die Release-Variante. Falls währenddessen bei den Sounds auch ein bisschen was auffällt, das soll wahrscheinlich im Laufe des morgigen Tages gefixt werden. Also der Bus wurde quasi veröffentlicht heute am Montag und genau, voraussichtlich morgen soll sich dann noch ein bisschen um die Sounds gekümmert werden. Weil da dann eben bei dem einen oder anderen User was aufgefallen ist. Sonst mit den Fonts und sowas werden auch noch ein bisschen Arbeiten gemacht. Das heißt, genau, da wird noch das eine oder andere gefixt. Ansonsten fahren wir jetzt hier eine kleine Runde zum Nordbahnhof oder halt auch nicht. So, wenn die Ampel uns lassen würde, würden wir das tun. Und von dort aus dann immer einmal mit der 15. Das heißt, wir können eigentlich schon mal schauen, ob wir da einen Fahrplan kriegen. So, vom Nordbahnhof. Das schaffen wir locker. 12.59 Uhr. Fantastisch. Nehmen wir mal die zweite Haltestelle, da ich mir nicht ganz sicher bin, ob und wie das funktioniert. Ich vermute mal, also ich diagnostiziere jetzt einfach mal, dass das Knacksen ein bisschen daher kommt, dass der Sound relativ laut aufgenommen wurde. Aber wie gesagt, das ist, denke ich, erstmal noch so eine Sache. Ansonsten, was gibt es noch groß zu sagen? Genau, das sind jetzt aber mal so ein grober Überblick über die Varianten. Waren tatsächlich auch nicht alle CTI-Varianten. Die es so gibt, das ist natürlich jetzt fantastisch. Dankeschön.
Dankeschön fürs Rauslassen. Vielen lieben Dank. So, da vorne davon noch, glaube ich, zum Nordbahnhof, oder? Wir waren schon eine Weile lang hier nicht mehr in Rheinhausen. Die 15, genau, das sollte passen. So, bei den Pins dreht sich alles so ein bisschen um die 229. Wir können das hier beim Drucker anmelden. So, einmal hier anmelden. Und das ist dann die 2229, wenn mich nicht alles täuscht. Service können wir, glaube ich, leer lassen. Genau, das müsste passen. Und da können wir uns hier schon mal anmelden über Service. Dann halt die 1501 Linienroute. Hier erst einmal die Eingabe. Und schauen wir mal, was er daraus validiert. So, das ist auch schon ein Kollege. Ich hoffe mal, der überlebt das da ein bisschen zu warten. So, wir sind auch da oben schon tatsächlich Arrêt du Monde, also Haltewunsch. Ja, ich durfte heute mal wieder auch bei der Anmoderation. Weiß ja gleich, das ist das Problem, wenn man gleich am Anfang sagt, wie das Buspaket heißt, hat man gleich hier den schönen Namen des Buspakets. Ah ja, mal wieder die französische Skills auspacken. Ob es jetzt ein Ulier oder Uliese ist. Ne, ob das Z da am Ende noch irgendwie mitbetont wird, das ist jetzt eine interessante Frage. So. Wenn ihr mal fahren könntet, dankeschön. Ich habe es nämlich eilig zum Startpunkt zu kommen. Haben wir schon geschildert? Ja, Tatsache, hat schon geschildert. Die 15 in Richtung Rheinauer Uferpromenade. Wunderbärchen. Da bin ich auch mal gespannt, wie das mit den Tickets und so was alles gleich funktioniert. Ob die Leute überhaupt mitfahren wollen hier in unserem neuen Gefährt. So, genau, man sieht auch im Drehzahlmesser ganz gut, dass er ziemlich genau einfach linear das Gasgeben überträgt. Also der zeigt dann quasi anhand des Ausschlages quasi an, wie stark ich jetzt den Antrieb eben belaste, also wie stark er quasi zieht. Kann man sich ein bisschen wie beim Zug erklären, da ist das tatsächlich ähnlich. So, da vorne war keiner. Ne, gut, dann können wir einmal hier im Kreis. So, zum Depot wollen wir ja... Boah, ist das laut. Achso. Ja, wäre natürlich jetzt fantastisch gewesen, wenn wir den Kurs gegeiert hätten. Ach nee, das ist eh nicht die 15, ne? So, man merkt auch immer ganz gut, wann noch der Motor dazu schaltet. Wenn ich immer richtig kräftig aufs Gas tritt, das, dann merkt ihr ein bisschen meinen unruhigen Gasfuß wahrscheinlich auch. Genau, diese ganz kleinen Zitterer im Drehzahlmesser kommen tatsächlich daher, dass das, ne... Seht ihr es da oben, dass der Wert für das Gas immer ein kleines bisschen schwankt, was einfach an der analogen Übertragung von meinem Lenkrad liegt, das hat er sich auch schon in die Jahre gekommen ist, aka es ist, boah, wie alt ist das? Das G27 gibt es auch schon Jahre nicht mehr zu kaufen, wird auch schon durch Jahre lang abgelöst. Und ich habe das nicht erst am Ende geholt, ne, also das habe ich tatsächlich schon... Das ist schon älter als der YouTube-Kanal hier. So. Dann wollen wir gleich mal zum Startpunkt auch mal die Leute einsteigen lassen. So. So. Einmal die Tür auf. Feststellbremse machen wir mal rein, hätte ich gesagt. Oh. Schönen guten Tag. Guten Tag. Genau, da können wir mal ganz kurz anschauen, wie das hier aussieht. Genau. Depart. Und zwar um 12.59 Uhr. Das werden wir mal ganz kurz einstellen hier schon mal. So. Ach, warum hat der Menü ausgeschaltet? So, genau, sehen wir auch, jetzt erscheint eine Differenz. Was wir machen können, ist hier drauf drücken. Hallo. Nochmal. Ne, auf Service. Genau, dann sehen wir hier auch einmal die prozedural, beziehungsweise dynamisch generierte, also aus dem Fahrplan. Soweit ich das gesehen habe, also im Fahrplan generierte Anzeige. Genau, hier können wir einmal drauf drücken und wir können das gute Stück hier mit dem, genau mit dem Slider einmal bewegen. So. Da könnte man quasi Tickets drucken, indem wir jetzt hier auf Kurzstrecke drücken und dann auf Drucken. Genau, dann erscheint hier der Fahrschein und hier ist dann quasi sind unsere Moneten versteckt. So, und ich glaube jetzt aber, dass wir... Ah, das war die falsche Richtung.
Jetzt hatte ich die Frage, wie ich den wieder ankriege. Ich habe den vorhin nämlich anbekommen, ne? So. Sagt nicht, ich muss mich nochmal anmelden, weil ich ihn komplett ausgemacht habe. Jo, ich habe ihn komplett ausgemacht. Haha. Okay. Einmal kräftig aufs Gas treten, dann passt das. Ja, das mit der PIN, falls wir es nochmal machen müssen, das machen wir dann später. So. Und wir fahren los. Wunderbar. Ja, der soll jetzt währenddessen booten. Das ist in Ordnung. Ich habe mich gerade ein bisschen verwirren lassen. Ansonsten ist es eben die einzige Hybrid-Variante. Die anderen sind eben ganz normal mit einem Dieselmotor angetrieben. Das wird auch nochmal meine PIN haben. Ja gut, da können wir gleich nochmal üben. Wenn ihr sie noch wisst, schreibt es immer in die Kommentare. Ich lasse euch 5 Sekunden Zeit. Ach nee, komm, so ein Quatsch lassen wir mal. Ach ja, E-Learning 2020. Josh fragt eben gelernte Pins ab. Das ist, glaube ich, eine super Sache. So, genau, 229. Da muss man ein bisschen langsam drauf tippen. Und einmal Eingabe. Jo, der ist hinüber. Es tut mir leid. Das tut mir wirklich leid. Ja, währenddessen nicht. Ich habe das schon gelernt. Währenddessen einfach nicht großartig. Naja. So, du fährst aber raus. Das ist ja eine tolle Sache. So, Krawums Schepper. Ja, klar. So, die Frage ist, ob die Anzeige geblieben ist. Ja, die Leute wollen tatsächlich immer noch mit. Das ist beruhigend. So. Dann einen schönen guten Tag. Hallo. Service 1502. Eingabe. Das dauert wieder 3 Jahre. Wir fahren mal weiter, ne? Du willst so eine Fahrkarte? Nee, du stehst da. Gut. So, du wartest. Nee, was ist denn auch ein Vorfahrtgewehrenschild, ne? Da kann man auch mal ignorieren, Kollege. Ist doch in Ordnung. So, wir sehen auch schon, das ist grün. Aus der Entfernung. Also, der... Ah, der schaltet sogar... Ah, das schaltet er sogar durch. Das ist ja fantastisch. Wir sehen auch gleich, ob wir eben im Zeitplan sind. Genau. So, was kann man noch großartig erzählen? Wir fahren über den Hauptbahnhof. Das heißt, die Strecke habt ihr halt leider schon in die Gegenrichtung gesehen. So, genau. Und wenn dann das Ibis aktiv ist, dann hören wir auch Ansagen. So, und sie stehen einfach wirklich nur zur Deko da. Da wollen sie eine Fahrkarte. Nee, hallo. Die steht tatsächlich, das ist ein Stehplatz. Fahrschein, bitte. Ah, Mann, ich habe den jetzt mit Tee verkauft. Sorry. Was macht ihr da jetzt Schönes? Wollt ihr nicht mit? Wollt ihr mit Albert und Kollegen mit? Okay, ihr habt's verstanden. Ihr wollt mit ihm. Ihr nicht wollt mit mir fahren. Gut. So, ich hätte jetzt mal, ohne zu wissen, was es genau ist, hätte ich jetzt mal dieselelektrisch diagnostiziert als Hybrid. Ja, ich denke mal, ach mal, das war der Haltewunsch. Ich denke mal, das sollte passen. So hört sich zumindest an. Wasserstoff wird sehr weniger, genau, Wasserstoff sein. Aber auf jeden Fall Verbrennung und elektronisch. So. Ja, dann wird er komplett ruhig, wenn wir hier einmal stehen bleiben. Das heißt, man... Okay, wir können gleich weiterfahren. So, ich kann auch mal gleich ganz kurz, um zu demonstrieren, dass das Gezuppel da wirklich von meinem Pedalen kommt. Du fährst nicht auf meine Busspur, dankeschön. Kann ich ja mal ganz kurz ein Zentimeterchen mit Tastatur fahren. So, ja, nee, du fährst nochmal nicht rein, bitte, dankeschön. So, schönen guten Tag. Alle Türen mal zugemacht und dann deaktiviere ich mal ganz kurz das Lenkrad. Dann machen wir mal ganz kurz hier, ne? Bis zur nächsten Haltestelle. Ahaha. Ich kann nicht mit Tastatur fahren. Ich merke das schon. Ich glaube, ich weiß schon, warum ich das nicht tue. So. Ne, da. So, und das wäre jetzt das gleichmäßige Gas geben eben gewesen. Wenn man das gleichmäßig machen würde und nicht so wie ich. So. So, mal wirken die Ansage, die müsste ja auch bald kommen, ne? Nächste Haltestelle zum Neuschloss.
Okay, ich weiß schon, warum ich das nicht mache. Wir deaktivieren das mal ganz kurz wieder. So. Einmal schon gedacht, die Dame. Hallo. Ich hoffe, wir haben auch einen normalen Fallschirm verkaufen zu können. Aus Versehen vor T gedrückt beim Rüberswitchen. Also wenn man wirklich den im grünen Bereich fahren würde, hätte man absolut keine Chance. Das möchte ich gleich mal bitte ausprobieren. Also, ne? Habt ihr gesehen, das hier ist ungefähr das Standard-Omsi-Gas geben. Also, ne? Das tut ein bisschen weh in den Ohren, da immer den Bereich fahren zu müssen. Aber in dem grünen Bereich, du hast halt eigentlich keine Chance, dass man da drin ordentlich bleibt. So, 15, geradeaus. Dankeschön für den Halterwunsch. Da links ist der Betriebshof, da sind wir gerade gewesen. Ab jetzt geht es auch von euch in neue Bereiche, auch wenn natürlich der Fokus auf dem Bus liegt. Haltestelle, Rheinstraße, Betriebshof. Ich möchte mal ganz kurz das IBIS-Skript appreciaten. Das ist gefühlt das aus dem X10-Add-on von der Charakteristik her, und zwar dass die Ansage, ne, nicht wie bei allen anderen Bussen kurz nach dem Verlassen der anderen Haltestelle kommt, sondern kurz vor Erreichen der neuen Haltestelle, was gerade bei Haltestellen mit größerem Abstand echt coole Sache ist. Ich habe mir aus dem X10-Add-on, da ist es ja tatsächlich so, dass die Ansagen, ne, auch bei den Express-Haltestellen erst kurz vorher kommen, und das fühlt sich hier auch so an, und das finde ich eine sehr coole Sache. Also ich mag das sehr gerne, wenn sich das so verhält. Weil das ein bisschen realitätsnäher ist. Also, ne, die Innenanzeige schaltet sie sofort um. Und kurz vor Erreichen der Zielhaltestelle wird dann eben die Ansage abgespielt. Ja, ne, wollte ich auch mal gerade gesagt haben. So, da vorne haben wir ein großes Gebäude. Wir dürfen jetzt Richtung Hauptbahnhof, oder? Schauen wir mal ganz kurz. Hauptpost. Das ist einmal rechts rum. So. Genau. Wie gesagt, wir haben nicht ganz so lange Linie ausgesucht. Jetzt haben wir tatsächlich noch kein... Ah, genau. Kurz vor Erreichen, ne? Nächste Haltestelle, Hauptpost. Okay, er macht interessante Geräusche. Genau, über den Hauptbahnhof Rheinaue ist unsere Endhaltestelle. Es hat dann einen Linienwechsel mit der 45, den wir dann machen würden. Wenn wir ihn denn machen würden... Ja, so in etwa. So, ich kann da mal ganz kurz vielleicht den, ich mach mal den Mauszeiger mal wieder raus, das ist irgendwie, so. Und mal ein bisschen hier. Mal ein bisschen hier, ne? Den Joschen Mohohohodus. Halt mal bitte vorbei. Genau, jetzt kann ich einmal hier rum mit meinem Bubböchen. So, da merkt man das hier noch ganz gut, dass er noch in dem Modus fährt. So, jetzt fahren wir aber mal tatsächlich vielleicht mal eine Haltestelle und versuchen im grünen Beschleunigungsmodus zu bleiben. Wobei, ne, da vorne ist noch eine grüne Ampel. Also falls die Ampel... Gut. Das hat sich dann wohl erledigt. Schönen guten Tag. Fahrkarte... Nicht, okay. So, jetzt probieren wir mal ganz vorsichtig. Das ist echt so belastend. Also er merkt das. Also du kommst selbst hier... Ey, du kommst nicht wirklich vorwärts. Das ist eine schöne farbliche Einteilung, der ich an dieser Stelle mal ihre Berechtigung absprechen möchte. ja. Scheinbar ist es aber lizenziert, der Bus, möchte ich gerade mal anmerken. Okay, der geht immer ganz interessant aus. Er ist tatsächlich lizenziert, das ist mir erstmal gar nicht aufgefallen. Aber klar, ist ein Payware-Bus, genauso wie das neulich erschienene Iris-Bus-Add-on. So, machen wir einmal wieder, ne? Wir fahren mal eher in dem Bereich. Ich glaube, das ist smarter. Das war auch lizenziert und... Genau, in nächster Zeit kommt ja tatsächlich noch das ein oder andere weitere Add-on. Also tatsächlich hier gegen Ende des Jahres ist da nochmal ordentlich was los und... Ja, meistens seht ihr das recht zügig, hoffentlich auch bei mir auf dem Kanal. Wenn ich dann nicht. So, was ist denn ja gelb? Sind wir ein bisschen spät dran? Jetzt noch nicht schon 3 Minuten, jetzt wird es dann gelb. Okay, belastend. So, wir schauen mal uns kurz. Der 15 ist hier rechts. Nächste Haltestelle, Hauptbahnhof. Umsteigemöglichkeit zum Regional- und Fernverkehr, zur S-Bahn und zur Stadtbahn. So ist es, verehrte Damen und Herren. So, da vorne einmal links. Das heißt, da vorne mal schön durch die
Innenstadt, so einmal einsteigen bitte, der Herr, hallo, wir hatten uns wieder mal die nächste Runde rückwärts, wärts, ne, besser nicht. Ah, okay. Ne, wir lernen immer schön erst beim weggeschlossener Tür aufs Gas treten. So, hier dürfen wir es wahrscheinlich nicht anhalten müssen, das ist dann wahrscheinlich erst wieder da vorne. Und da der Weg nicht so weit ist, müsste die Ansage jetzt halt tatsächlich, ne, trotzdem erst kurz vor einer Haltestelle. Ich finde sowas begeistert. Jedes Mal aufs Neue. Es tut mir leid. Vor allem tut es mir auch leid, falls wir nochmal hätten halten müssen. Das wäre schade gewesen. Aber hey. So. Plingboing. Nicht? Ah, guck mal. Plankenhof. Der Ausstieg fahrt ich schon rechts, werte Damen und Herren. Sortie à gauche. So. Ja. Le was? Baguette, Croissant. Sorry. Ja. Geht euch bestimmt auch bei anderen Sprachen so, dass ihr da nicht die Kings drin seid. Ja, Josh, aber selbst deine Videos, weißt du, nimmst du sonst auch immer auf. Selbst deine Muttersprache kannst du nicht aber richtig. Ja. Ich schwöre, manchmal habe ich voll mit Linguistik und so. Naja, so schlimm ist es, glaube ich, nicht in meiner Zeit. Wobei, manchmal kenne ich mich nicht gut mit Ausdrücken aus. Naja, egal. Schade, dass wir die eine Fahrkarte, die wir verkaufen sollten, dass wir die aus Versehen weggedrückt haben. Aber ich glaube, wir werden hoffentlich noch die eine oder andere oder zumindest mal eine Möglichkeit haben. Alter, das ist ja scheppert aber ganz schön. Wir werden noch die eine oder andere Möglichkeit haben, das doch nochmal auszuprobieren. So ist es. Ja, das war wichtig. So. Hier haben wir nochmal so ein. Haha, Fahrkarte. So, wir tappen einmal da drauf. Achso. Müssen wir uns echt dann nochmal anmelden? 2229. Service machen wir okay. So. Ja, ja, blub, blub. Jetzt chill, ich muss meine Kasse hochfahren. So. Entschuldigung. Normal, dann auf Ausdrucken. Bitteschön. Hallo? Ah, Standard One-Way. Achso, er will auch sein Geld. Ups. Ja, das ist ein Euro. Das heißt, wir haben 30. Ach, das passt aber nicht ganz mit die Euros, ne? Da. Nee, wo gibt's denn das große Geld? Ach, das größte Geld sind Euros. Hallo? Ja. Hallo. Was ist denn dein Problem? Habe ich denn das falsch ausgedruckt? Hallo. Noch kleiner geht's wohl. Okay, ja. Ich bin Profi auf jeden Fall. Gut. Wir fahren da mal weiter, dann hat auch gar keiner mitbekommen, ne? So, Motor bitte einmal wieder. Ja, dein Motor, dankeschön. Was sagt denn jetzt die Verspätung eigentlich, ne? Ja, das geht schon. Ich finde die Integration des Ibis in das Dashboard tatsächlich eine coole Sache. Also, dass das direkt da drin ist, hat man in der Regel tatsächlich eh Platz. Die Luftauslässe sind ein bisschen hier hingewandert. Genau, generell finde ich das Aktiv-Dashboard eigentlich eine ganz schnieke Angelegenheit. So, wartest du? Ne, er biegt ab. Das ist ja auch in Ordnung. Ist da gar keiner? Nee. Da hat gar keiner gedrückt. Dann wollen wir mal aber... Ja, da hat sich der Motor nochmal zugeschaltet. Ja, wie gesagt, ich bin Profi. So. Was haben wir denn an Innenanzeige? Eigentlich nicht wirklich, ne? Nee. Ich mag das Licht da vorne. Ich finde das... Das war rechts der Bordstein. Da ist schon cool. Also interessantes Lichtdesign, was man da tatsächlich je nach Variante hat. So ist so der Ausstieg mal wieder in Fahrtrichtung rechts, verehrte Damen und Herren. Oh, wird aber weniger hier im Bus. So. Steigt er mal aus. Ach, guck mal, da vorne geht sogar Licht an, wenn ich aufmache. Ah, die sich nach hinten. Genau, wir sehen auch schon in der Mitte quasi die Schwenkschiebetür vorne, die Innenschwenktür. Achso. Hintere Tür, bitteschön. Dankeschön.
Oh, der Motor. So, jetzt können wir aber mal den grünen Modus zum Fahren benutzen, ne? Machen wir das auch mal. Und rollen ein wenig aus, um der Effizienz des Busses mal ein bisschen Sorge zu tragen. So, was am Bällemarkt wechseln. Dann haben wir, genau, Hoher Garten. Das ist dann auch nicht mehr allzu weit. Genau, da geht es ein bisschen weiter raus. Ja, und der Motor, der geht auch. Der macht sogar noch ein... Das hört sich irgendwie auch interessant an, was er da gerade getan hat. Aber gut, der wird ja wohl wissen, was er macht. So, liebe Leute. Ja gut, das steht tatsächlich noch ein kleines bisschen, ne? So, und Abfahrt. So, mal ein bisschen mit Motor unterstützen. Wir haben ja durchaus ein bisschen Verspätung. Das heißt, ich kann ja nicht immer hier nur darauf achten, dass wir hier in vorzüglichen Fahrbilanzwerten durch die Gegend fahren. Und ihr wollt natürlich auch mal ein bisschen Kickdown sehen. Da kann ich durchaus nachvollziehen. Bling, büb. So. Aber wenn man will, kommt man schon gut vorwärts tatsächlich. Also ihr habt den jetzt selten komplett durchgetreten, das ist irgendwie rot, ne? Das ist so unerwartet, dass da mal rot ist irgendwo, ne? Nächste Haltestelle, Hoher Garten. So ist es. Ja, und mal wieder stehen wir ein bisschen. Ich steh's nicht, schee. Nee, ich nicht. Aber zumindest, ne, aber zumindest für die Stehzeiten haben wir keinen Motor, der irgendwas da durch die Gegend macht. Das muss aber auch einer sein, dem das nicht viel ausmacht, dass er gefühlt alle 5 Sekunden aus wieder angeht. So, da haben wir einen Haltewunsch. Oh, das schwebt noch ein bisschen. Das erfordert noch ein bisschen Optimierung. Jetzt. Ja, der automatische Schutz, da geht der Motor wirklich erst gar nicht an. Jetzt müssen wir noch da vorne irgendwo anders als die anderen Linien, oder? Na, mit der 45 fahren wir jetzt noch einen Ticken gemeinsam. Weiß nicht, ob das geradeaus oder... Das war links. 15, 45. So. Da. Ansage kommt noch nicht, obwohl wir kurz vor der Kreuzung stehen. Mann. Das ist aber knapp. So, jetzt hört man aber auch schon, wenn ich was trinken könnte nebenher. Weil der Bus eine solch unfassbare Stille produziert. Kann man Stille produzieren? Ja gut, neues Canceling-Kopfhörer. Okay, man kann Stille produzieren, aktiv. Das ist schon in Ordnung. Ja, also ich verkaufe jetzt in Zukunft eine CD. Da ist einfach nur Stille drauf. Das ist voll unrealistisch, so viel wie du in deinen Videos immer redest. Ja, okay, ihr habt mich. Ja, okay, ihr habt mich. Das ist, Dann darf ich jetzt eigentlich nicht fahren. Ja gut, weil er ist ja aus der anderen Richtung. Ist okay. Ja, okay. Ja, ich werde keine CD rausbringen, auf der ich still bin. Das ist... Ja, ich sehe schon, das wird eh nix. Könnten wir irgendwann vielleicht auch mal... Nicht? Okay. 3, 2, 1. Ja, die Schnüsse sind ja gerade noch welche mir entgegengekommen. Das heißt, die haben auf jeden Fall noch grün. Ja, okay. Und sonst so. Ja, das zumindest. Heieiei. War ganz schön knapp hier. Ja, darf ich jetzt nicht fahren oder was? Aber kann sein, welche Phase ausgelassen hier. Bin ich froh, dass Spiegel einklappbar sind. Um sie, ne? So, da ist keiner. Dort Corner gedrückt. Ja, sorry, da, wenn sie hier aussteigen wollten, leider zu spät. Mein Kleiner, ne, den neuen Bus, den man Zentralhausen vielleicht noch nicht kennt, muss man vielleicht doch erstmal den Haltewunsch-Taster finden, aber... Ja, man kann ja auch nicht die Leute da ewig Zeit lassen. Irgendwann muss man auch mal... Irgendwann muss man auch mal weiterfahren hier. Nächste
Achso, das ist dann hier, ne? So, einmal aussteigen bitte. Dankeschön. Die hintere Tür dauert immer so ein Ticken länger, ne? Jetzt bin ich auch mal gespannt, was das Ibis macht, wenn wir keine Haltestellen mehr haben. Romansufer, das ist aber noch ein bisschen hier, ne? Musste ich ja wirklich geradeaus. Jo, sieht danach aus. Bling boing. Ach, guck mal, hä? Haben wir wirklich noch die eine jetzt? Okay, nur ein Fahrgast hier. Ansage. Nächste Haltestelle, Loreleiweg. Ja, nee, ne, wenn ich will das schon gehabt. Ich glaube, die kennt sich hier auch tatsächlich aus. Also, wenn ne so weit aus der Innenstadt rausfährt, der ist kein Tourist oder so, sondern die wird sich hier tatsächlich... Die wird hier wahrscheinlich wohnen und damit wissen, wann sie wo raus muss. Das heißt, hier können wir auch zügig durch. So, und dann ist der letzte halt auch schon zu sehen auf dem Ibis. Omsi, könntest du mal bitte vielleicht ein bisschen... Wie nennt man das? Dankeschön. Bäume pflanzen, wollte ich gerade sagen. Okay. So, dann wollen wir einmal hier rein. Nächste Haltestelle, Rheinaue Uferpromenade. Diese Fahrt endet dort. Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Ihre RVB. So, du darfst auch noch mehr durch. Wenn du dich ein bisschen beeilst. Vielen Dank. Für die Blumen. Jetzt hätten wir wieder eine Pause hier. Praktisch gar keine. Wir hätten schon wieder los müssen. Gut. Da hat man auch keine Pause lässt hier, ne? Belastend. Naja. So, wo wäre denn dann der Start? Fahren wir mal gleich hier vor. Mit der Kollege, der den Bus gleich übernehmen darf. Unseren Testwagen hier in Rheinhausen. So, damit der auch gleich ist nicht so schwierig. Hat ja auch ein bisschen Verspätung haben wir gehabt. Ich schilder gleich um. Das hatte ich fantastisch. Oberfeld, für uns heute nicht. Ich würde sagen, für die heutige Folge... war's das. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Einschalten, fürs Zuschauen, fürs dabei sein. Vielen Dank auch nochmal an Hardikon an der Stelle, dass ich es dann vorstellen durfte. Und genau, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Video. Tschüss.